Oberliga, vierter Spieltag. Die SG Hamburg Nord empfängt Aufsteiger Eiderharde. Die Gäste in den dunklen Trikots. Spielzug sehen wir hier wunderbar einstudiert. Das ist gekonnt. Eike Möller mit dem Tor. Volles Haus am Tegelspark. Eiderharde kommt mit breiter Brust. Letzte Woche hat man gewonnen. Erster Sieg in der Saison gegen TuS Esingen. Und nun ist Eiderharde hier auch schon wieder am Drücker. Ausgeglichenes Spiel. 15 zu 15. Eiderharde im Angriff. Und zack, wir sehen es hier völlig zu Recht, der 7 Meter. Und das ist ein Fall für Julian Fröhlich. Und den macht er eiskalt. Letzte Chance vor der Pause, 7 Meter auch für die Gastgeber, die hier nochmal auf Unentschieden stellen wollen. Das ist ein Fall für Lasse Jonasson und der macht ihn auch 16 zu 16 zum Pausentee. Doch im zweiten Durchgang läuft es bei Hamburg Nord in den roten Trikots vorn überhaupt nicht mehr. Nur noch 10 Treffer in 30 Minuten. Ein Fall für Nils Warnecke, stark pariert und er ist ein Faktor im zweiten Durchgang, so viel ist klar. Die Hintermannschaft von Matthias Hinrichsen steht nämlich im ganzen zweiten Durchgang sehr, sehr eng, sehr, sehr kompakt und ist auch in der Vorwärtsbewegung blitzschnell. Jano Mumm veredelt. 24 zu 29 steht es da schon für die Gäste. Eiderharde zeigt also, 3 Jahre nach dem letzten Oberliga-Jahr, man kann auch auswärts. Das 25 zu 30 folgt noch und zwar durch Eike Möller. Kein Durchkommen für Hamburg Nord, derweil auf der anderen Seite, wie wir gleich sehen werden. Fazit, verdienter Auswärtserfolg für Eiderharde. 26 zu 32.